Ihnen angekündigt, dass ich mich da kürzer fassen kann. Die parlamentarische Initiative Mehr fordert, vereinfacht gesagt, strengere Regeln für den Gebrauch von Kreditkarten durch Jugendliche unter 25 Jahren. Ich verzichte darauf, da die technischen Details, wie das mit Kontostand und geregelt werden soll. Aber sage Ihnen, wie der Verfahrensstand ist. Die parlamentarische Initiative ist dem Nationalrat entgegen dem Antrag der vorberatenden Kommission angenommen worden. Und deshalb wurde sie der WAG-S zur Vorprüfung unterbreitet. Hätte die WAG-S im Rahmen ihrer Vorprüfung der PAIF zugestimmt, dann wäre sie zur Ausarbeitung einer Vorlage direkt an die WAG-N zurückgegangen. Da aber die WAG-S nach sehr kurzer Diskussion die PAIF mit 4-8 Stimmen der Initiative nicht Folge zu geben, muss unser Rat jetzt darüber befinden. Die Begründung, die Kurzbegründung der Kommission, die Kommission oder die Mehrheit der Kommission ist der Meinung, dass das Konsumkreditgesetz genügend Schutz vor Überschuldung durch Konsumkredite gewährt, insbesondere nachdem wir es jetzt gerade auch noch ein bisschen verschärft haben, und weiterführende Regelungen im Sinne der vorliegenden parlamentarischen Initiative nicht nötig sind. Die Minderheit sieht das leicht anders. Ich kann Sie allerdings beruhigen, sollte der Rat entgegen dem Antrag der Kommissionsmehrheit der PAIF zustimmen, dann wäre noch nicht aller Tage Abend, dann würde nämlich das Geschäft zurück. Die nationalrätliche Kommission müsste eine konkrete Vorlage ausarbeiten und dann könnte unser Rat materiell Stellung nehmen und stünden ihm sämtliche Optionen offen. Also deshalb noch einmal, die Kommissionsmehrheit erachtet es nicht als nötig, hier zusätzliche Verschärfungen einzubauen.